Hey ho, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, heute geht's mal wieder um was Oldschool-mäßiges. Ihr könnt es erahnen, LC4. Ich habe ja schon seit Jahren immer wieder Anfragen bekommen, wann gehst du mal durch die komplette Motorpalette der LC4? Diejenigen, die so ein bisschen im Thema sind, wissen, was das heißt. Ne? Also von bis, also von keine von 85 bis 2006. Das kann ich leider nicht bedienen, das werde ich auch nicht schaffen. Aber wir werden mal einsteigen in die Geschichte heute mit den direkten Vergleichen vom High-Flow-Motor zum schwarzen Modell, also zum Modell bis 2002. Warum? Also eins passt natürlich sehr gut. Wir haben zwei Motoren direkt parallel zerlegen müssen, weil sie halt kaputt sind. Und können jetzt die beiden Motoren direkt hier vor Ort behandeln. Auch schön, diese beiden sind genau ihre, wie soll man nennen, die letzten ihrer Art gewesen. Also das war tatsächlich wirklich ein 2002er Motor laut Motornummer. Und das ist ein 2006er Highflow, auch einer der letzten, also genau aus einer Adventure 2006, die eben halt dann ersetzt wurden durch den ersten 96er Motor. Hier sind dann auch alle Upgrades, also alle letzten Upgrades, die dieser Highflow-Motor bekommen hat, mit verbaut. Die können wir uns dann auch gleich mal anschauen. Und wir können jetzt eben mal direkt oder in den direkten Vergleich gehen, wie war der aufgebaut, was hat sich komplett geändert beim Highflow, war das besser, war das schlechter, wie funktioniert das, ne? Auch Thema Seilzugkupplung, ne? Hatte der ja noch, der hatte ja schon Hydraulik ab 2003, also ab dem Highflow-Modell kam ja dann auch die Hydraulikkupplung. Ob das besser war oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber faktisch, wir können uns jetzt mal hinter mir, ja, wieder auf der Bühne, beide Modelle genau anschauen. Wir gucken uns die Unterschiede an aus der Vogelperspektive, ne, wie ihr das von dem Video kennt, von der 96, von dem Langlaufmotor. Blenden wir oben ein. Das heißt, wir gehen jetzt in die Kamera komplett von oben runter. Schauen uns das an, ich schiebe euch hin und her und dann können wir uns die Teile, schwarzer Motor, High-Flow-Motor, direkt im Vergleich anschauen und ich erzähle euch da ein bisschen was zu. Ne? Da würde ich sagen, geht das los. Okay, Getriebe, fangen wir hier links beim High-Flow-Motor an, also von mir aus links. Und ihr seht hier liegen die beiden Getriebewellen, Antriebs- und Abtriebswelle. Und im Endeffekt sind diese Wellen gegenüber dem schwarzen Motor eigentlich identisch, bis auf eine Ausnahme. Beim Highflow ab 2003 gab es dann hier für die Ritzelsicherung ein Gewinde außen dran mit einer Mutter und einem Sicherungsblech. Beim schwarzen Motor bis 2002 gibt es dann nur hier eine Bohrung drin, zeige ich gleich. Und da kam die berühmte Ritzelschraube mit Tellerfeder drauf. Mit der Mutter natürlich auf jeden Fall besser, weil diese Ritzelschrauben sind auch gerne mal abgerissen und dann durfte man da eine gehärtete Schraube ausbohren. War auch kein Spaß, weil die wurden auch noch eingeklebt. Ne? Also das war schon wirklich ein gutes Update und funktioniert auch bis heute noch wunderbar. Die Getrieberäder an sich sind eigentlich identisch. Ihr könnt also quasi die Getrieberäder würfeln vom älteren Modell auf die neueren Highflow-Modelle. Die würden also quasi ineinander passen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, nur halt, wie gesagt, darauf achten mit den Achsen. Das könnte man natürlich auch umbauen, wenn man jetzt einen alten oder älteren schwarzen Motor hat. Man nimmt ein komplettes Highflow-Getriebe, setzt den rein, hätte man natürlich hier auch das Upgrade mit der Mutter. So, und jetzt habe ich mir was gebastelt hier, damit ich euch jetzt rüberschieben kann. Zack, zur Seite bis 2002 hin. Und dann seht ihr halt hier die Abtriebswelle vom alten Modell, M10 drin. Und da kommt eben halt diese Tellerfeder, oder Schraube mit Tellerfeder rein. Und wie gesagt, da immer ein Risiko, weil die wurden dann immer zu fest angeballert und dann sind die abgerissen. Und da war toll groß. Ansonsten zum Getriebe, wie gesagt, Getrieberäder sind tauschbar, wechselbar. Die Triebe von der LC4 sowieso über alles erhaben, gibt es oder hat es über Jahrzehnte nie großartig Probleme gegeben. Beim Longlife-Motor, den wir mal vorgestellt haben, ich blende es mal um ein, da hatten wir das einzige
war der vierte oder fünfte Gang, hat man hier auf den Zähnen, auf den Zahnflanken Bitting, leichtes Bitting drauf, weil der Mann immer sehr viel Langstrecke gefahren ist. Ansonsten das Getriebe, nichts dran, einwandfrei. Die Gegenlager im Motorgehäuse, das sehen wir auch näher, wenn wir das Motorgehäuse nochmal uns anschauen, sitzen hier, da sitzen Nadellager drin. Ja, das ist dieses 49.0 irgendwas. Moment, ich schau mal eben. RNA 4902. Ja, diese Nadellager sehen wir, wie gesagt, aber gleich. Einziger Motor, der das nicht hat, ist der 660er Motor. Der hat hier auf der Seite ein Zylinderrollenlager bekommen, wegen eben halt hier stärkeren Kräften, mehr Leistung, mehr Drehmoment, weil da sind nämlich gerne die Dinger früher bei den 625 gerne mal geplatzt. Daher hat man dann später hier das verbessert, Upgrade verpasst, war auch nicht verkehrt. Ansonsten, wie gesagt, das Getriebe tipptopp, gibt es meistens nie oder kein Klagen drüber. Kommen wir dann direkt vom Getriebe zur Schaltung. Bei der Schaltung sieht es ähnlich aus, KTM, LC4 Getriebe oder Schaltung normalerweise auch wunderbar, tipptopp. Haben natürlich immer ein bisschen, Schleifspuren, wenn sie was länger unterwegs waren, das ist auch normal. Aber trotzdem super zu schalten, weil auch damals ein Upgrade gekommen ist, ich glaube 96 oder 97, schlacht mich nicht, ich weiß nicht mehr genau. Da kamen hier auf diese Mitnahmebolzen von den Schaltgabeln kleine Röllekes drauf hier. Optimal natürlich für die Bewegung in der Schaltwalze. Ja, dreht sich halt immer ein bisschen mit, immer schön locker flockig, eine super Sache gewesen damals, also dieses Upgrade, und daher gab es ja kein Verklemmen mehr auf dieser Schaltachse, vielleicht durch Wärme oder zu schnelles Schalten. Also wie gesagt, wer lange Jahre LC4 schon gefahren ist, weiß, dass diese Schaltung normalerweise wirklich butterweich geht. Sieht beim Highflow genauso aus, da müssen wir also jetzt nicht großartig nochmal rüberschwenken, die gleiche Schaltwalze in Stahl. Es werden verschiedene sagen, Moment, ich habe die Dinge auch schon in Alu gesehen. Ja, richtig. Ne? 660er zum Beispiel hat die in Aluminium. Ich glaube auch 625 Supermoto SCSM, die Modelle Baujahr 2002, hatten die auch schon in Alu. Also alle Sportmodelle von dem LC4 Ableger waren so aufgebaut mit Aluminium. Ansonsten der normale 640er, wie hier die beiden liegen, immer mit Stahlschaltwalze. Der Schaltblock ist auch immer komplett identisch. Ja? AWT-Hebel, Aktivfeder, Dito, Schaltwelle. Sehen beim Highflow und beim alten Motor identisch aus. Ja. Das war Thema Getriebe und Schaltung. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Kommen wir zur Kurbelwelle. Die liegt hier. Das ist halt, wie gesagt, nur die alte Version 2002. So waren eigentlich auch die ganzen Kurbelwellen der LC4-Fraktion bis zu diesen Baujahren eigentlich aufgebaut. Sogar noch in die Zeit des Highflow-Motors rein, also eine Vollwangenwelle, so wie man es kennt. Kreis mit einem Loch. Und der klassische LC4-Pleuel, der hat sich auch bis zum Schluss nicht geändert. Leider auch in seiner Qualität nicht, beziehungsweise die älteren waren mit Sicherheit noch wesentlich besser. Leider hatten die dann bis zum Schluss doch so ein bisschen die Qualität verloren, aber naja gut. Egal, die können wir wie gesagt alle überholen, kein Thema. Sieht man auch hier schön, wie das ist normalerweise ein verkupferter Nadelkäfig, der auch schon sehr stark abgerieben ist. Bei dem Highflow, bei der Highflow-Kurbelwelle sieht man das noch viel krasser, wie das dann irgendwann aussieht, wenn die kaputt sind. Ja, das war das Modell bis 2, ich glaube, die Vollwangenwellen sind bis 2004.
4 verbaut worden noch bei KTM. Und dann gab es die neue Welle. Die sah dann so aus. Jetzt schiebe ich euch wieder ein bisschen rüber. Ah, Fernsteuerung. So, kommen wir zur High-Flow-Kurbelwelle. Ab Baujahr 2005 wurde diese Form verbaut. Ja, mit diesen ausgesparten Seiten hier. Warum? Wahrscheinlich, um halt irgendwelche Ölflüsse im Kurbeltrieb zu verbessern, zu ändern, was auch immer, keine Ahnung. Wir hatten dann auch bis 2004 mit den Vollwangenkurbelwellen im Highflow auch immer wieder Ärger. Das lag aber eher an der Herstellung, an der Qualität. Die waren im Stellenweise sogar ab Werk schon krumm gebohrt. Also da ist irgendwas passiert mit den Formen. Genau weiß es natürlich keiner. Wie auch immer. Und danach kamen halt diese Wellen und damit war dann Ruhe. Pleuelbolzen, Durchmesser, Pleuel, alles identisch. Auch hier das gleiche Nadellager drin. Und ihr seht auch bei diesem Modell sehr stark runtergerockt schon hier. Richtig schön scharfkantig schon. Und das ist immer so der klassische Motorschaden bei diesem Motorrad. Pleuellagerschaden, entweder hier abgeplatzt am Pleuelbolzen oder halt hier unten, ja, hier im OT-Bereich, reißt es dann die Lauffläche weg. Hier nicht passiert, aber ne, kurz davor, hat nicht mehr lange gedauert, da wäre er kaputt gewesen. Diese Wellen könnt ihr natürlich auch komplett in die älteren Modelle reinstecken, wenn das Modell auch ein 78 Hub E-Stadt-Motorrad ist, ganz klar. Ja. 80 Hub E-Stadt-Kurbelwellen gibt es eigentlich nur bei der Rallye. Oder wir bauen sie halt um, wir setzen dann hier Hubzapfenversatz rein von 1 mm, dann habt ihr halt dann ne, von 78 auf 80 Hub. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Kommen wir jetzt zum nächsten Bauteil und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt habe ich euch mal hier die beiden Motorgehäuse aufgeklappt und wir sehen halt als allerersten Unterschied vom schwarzen Motor zum Highflow-Motor, das Getriebeeingangslager hat sich geändert. Ne? Hier ist jetzt das berühmte BC1 Zylinderrollenlager drin. Ein Zeichnungslager, was KTM damals hat anfertigen lassen für diesen Motor. Jetzt kriegt man die auch im Lagerverkauf. Früher war eben halt hier das Kugellager drin, hier ist noch ein SKF-Lager drin. Warum wurden die geändert? Das Problem war ganz einfach, gerade bei diesem Modell 2002 wurden halt leider keine Qualitätslager mehr verbaut. Hier ist sogar noch ein SKF drin. Das ist aber wahrscheinlich nachträglich nochmal erneuert worden. Ab diesem Modelljahr hier, 2002, kam dieses eigenartige Ding da rein. Ich habe hier noch eins am Stück, unglaublicherweise. Und wenn ihr mal so auf die Kennung guckt, da ist zwar eine Größe drauf geätzt, aber da ist wirklich kein Hersteller drauf, nichts, kein gar nichts. Und die Dinger sind bei den Modellen 2002 reihenweise um die Ohren geflogen. Wir hatten da Motorschäden, bis der Arzt kommt. Was passiert? Die Nieten fliegen hier runter von dem Käfig und natürlich dann die eine Seite fliegt ins Getriebe rein, die andere Seite in die Kupplung und machen dann schön Hackepeter, wenn ihr das nicht früh genug merkt. Die platzen alle, die halten diese Last von der Antriebswelle einfach nicht aus und daher, wenn ihr mal die Kupplung runter machen solltet bei euch, wenn ihr seht, diese eigenartige Bezeichnung, schmeißt die Dinger raus. Es gibt Abzieher, die könnt ihr, da könnt ihr von außen Kupplung ab und könnt das Lager von außen ziehen. Ne? Und dann hier dieses BC1 Lager nachrüsten. Auf jeden Fall ganz wichtig, das nicht weiterfahren. Ansonsten ja, sieht es eigentlich relativ gleich aus. Ne? Unten mit der Magnetschraube und dem Hauptölsieb alles identisch. Überdruckventil ist auch gleich. Das Lager wurde hier nochmal extra fixiert mit einer Schraube, also von außen verschraubt mit dem Anschlagblech und innen nochmal halt mit dieser Halteschraube. Haben die alten Kugellager nicht, was auch der Unterschied. Andere Seite, ja, eigentlich auch relativ identisch. Hier seht ihr halt eine Verstärkung und eine Änderung im Motorgehäuse, weil ja jetzt hier Hydraulikkupplung sitzt. Deswegen da halt auch für die Schrauben. Für das Gewinde musste dann hier auch ein bisschen Material geschaffen werden, auch klar. Wir haben auch viele Kunden, wo wir schon die Highflow-Motorräder hatten,
oder haben und wollten aber unbedingt wieder Seilzug, weil diese Seilzugkupplung eigentlich viel weicher geht bei der gleichen Kupplung. Die Hydraulik ist halt ein bisschen vom Hebelgesetz hier sehr nicht so schön, sehr hohe Handkraft. Aber wie gesagt, das geht natürlich auch. Der Seilzug war aber immer die schönere Variante. Man muss nur dann, wenn man die umbaut, die Motorgehäuse, also den Highflow-Motor nimmt und baut einfach Motorgehäuse vom Seilzugmotor dran denken, es fallen dann diese Ölspritzdüsen weg. Ne? Die älteren Modelle Highflow hatten sowieso keine zwei, die hatten auch nur eine. Allerdings auch eine richtige Spritzdüse, wie man es kennt, das sehen wir gleich. Hier ist eben halt noch so eine. Hier war eine Vergaserdüse drin, nur ist eine Vergaserdüse drin von Del Octo. Funktioniert auch, muss man immer dran denken, wenn man umbaut, ist machbar, ja, aber ne, ein paar Nachteile sind dann doch da. Gut, dann geht's weiter. So, das nächste Bauteil, was wir uns anschauen, ist der Kickstarter. Ja, überall verbaut bei den KTM RC4 Modellen. Und das ist halt diese Einheit hier. So. Und bestehend halt aus einer Anlaufscheibe, dem Hauptzahnrad, Nadellager, der Kickstarterverzahnung, einer Feder, Sicherungsring für die Kickstarter-Hauptfeder und eben halt die Kickstarter-Welle. Wird auch so als Einheit dann so eingesteckt in den Motorblock. Das größte Ärgernis, was von dieser Welle ausgehen kann im eingebauten Zustand, ist dieser kleine Simmerring hier. Ja? Also ein ganz kleines, fitzeliges Ding, der halt die Schaltwelle, die hier rauskommt, abdichtet. Ja? Also quasi die Schaltwelle, wisst ihr ja, gibt es ja bei nicht vielen Motorrädern, beziehungsweise eigentlich nur bei der LC4, dass halt die Schaltwelle in der Kickstarterwelle drin sitzt. Und die dichtet eben halt hier ab. So, und da eben so ein super mini kleiner Simmering ist, ist der natürlich über die Jahre auch gerne ausgenudelt und dann fängt das Ding hier an zu siffen. Ihr habt immer so einen Tropfen am Kicker und das, ne, das zappert euch da runter. Da müsst ihr den halt hier erneuern. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil der ist halt sehr, sehr, sehr dünn. Da muss man sich am besten, wenn man den im eingebauten Zustand montiert, irgendwas, halt einen kleinen Schraubendreher umbiegen, den rauspopeln und dann eben halt vorsichtig den neuen einsetzen und am besten mit einer Hülse, die man sich macht, vorsichtig hier reindrücken, weil der ist sofort kaputt. Also recht, recht, recht diffizil die Geschichte. Und die Sonne macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Naja, also hier, ne, da ein bisschen drauf achten. Ansonsten eigentlich unproblematisch die Geschichte. Wichtig halt auch hier, wenn ihr so einen Kickstarter kauft oder einen neuen holen wollt, ich fahre euch jetzt einfach mal auf die andere Seite, da ist nämlich keine Sonne mehr. Ja. Das sieht besser aus. Diese Grundverzahnung hier, da muss man immer drauf achten. Die ist gerne runtergeschrabbelt. Hier kann man auch schon so Macken sehen. Vor allem, wenn Leute halt viel den E-Starter nicht benutzen, die Batterie permanent kaputt haben oder wie auch immer. Hier war zum Beispiel bei diesem Motor war der E-Starter komplett ausgebaut. Der viel kickt, kickt auch gerne mal ins Leere oder ratscht mal drüber oder kann es nicht richtig. Und dann leidet diese Verzahnung hier extrem. Also hier immer darauf achten, auch wenn ihr den Motor draußen habt, ist diese Verzahnung richtig angebröckelt, angebröselt, wie auch immer, macht die Bauteile neu, weil irgendwann ist Essig im Kicken. Vor allem brechen hier auch gerne Stücke raus und wir wollen keine Metallstücke in diesem Motor haben, die irgendwie undefiniert durch den Motor wandern. Ist auch klar. Also, Kickstarter. In dem Bereich aufpassen, hier ist zum Beispiel der Simmering komplett falsch rum eingesetzt worden.
Auch noch schief. Ja, immer schön am Sabbern das Ding dann. Das ist nicht schön. Gut, das war Kickstarter. Gehen wir zum nächsten. So, jetzt kommen wir zu einem, ja, dem größten, mit einer der größten Upgrades, den der Highflow-Motor bekommen hat. Guck mal, Mikro, hier ist mein Mikro. Ja, und das ist der Primärantrieb. Also heißt, sprich, der Antrieb von der Kurbelwelle auf den Kupplungskorb. Ich habe mir jetzt mal beide direkt hier vorne rein hergeholt. Das ist das Zahnrad vom Highflow-Motor, also der gehört hier drauf. Ja. Damit wird halt die Kraft von der Kurbelwelle direkt auf den Kupplungskorb übertragen. Und das ist das Zahnrad vom alten Motor. Wenn wir seitlich gucken, kann man schon die Unterschiede sehen. Das ist aber alles kein Drama oder alles egal, denn das Problem ist folgendes. Der Antrieb bzw. die Übersetzung, das Übersetzungsverhältnis hat sich geändert. Ja, vom Highflow zum alten Motor. Das Getrieberad oder Antriebsrad ist größer, das vom Highflow kleiner. Dementsprechend... Freudscher Versprecher. So, das Highflow Primär Zahnrad ist natürlich größer geworden und daraufhin das auf dem Kupplungskorb kleiner, beim alten Motor dementsprechend genau andersrum. Vorne kleiner, hinten größer am Kupplungskorb. Daher sind diese beiden Bauteile an dem Motor so erstmal nicht zu tauschen. Warum, seht ihr gleich. Die Idee dahinter war wahrscheinlich die Drehzahlabsenkung des Motors, ne? Also quasi längere Übersetzung gemacht, wie beim wie bei eurer Kette, vorne größeres Ritzel, hinten kleineres Kettenrad auf dem Hinterrad. Ob das gut oder schlecht war, lassen wir mal dahingestellt, aber ne, das nur kurz zur Erklärung, da habe ich mich versprochen. Ändern sich dann auch die Übersetzungsverhältnisse am Kupplungskorb? Ja, weil das ist ja größer geworden, das ist kleiner, das ist größer. Also muss halt hier dieses Zahnrad auf dem Kupplungskorb auch kleiner werden. Heißt, diese beiden Dinger hier, das ist jetzt der alte, müssen immer als Pärchen getauscht werden, wenn ihr das überhaupt tauschen wollt. Denn nicht nur die Zahnräder von den Kupplungskörben und dem Primärrad gehören zusammen als Einheit, sondern natürlich dann auch die Ausgleichswelle, weil die ja auch von dem Primärrad angetrieben wird. Ja, also das sind immer Pärchen, die gehören immer zusammen. Tauschen, wenn man sowas kaufen will, halt wie gesagt aufpassen auf die Artikelnummern, nicht am besten im KTM-Teilefinder genau prüfen, ist das der Kupplungskorb, den ich benutzen kann. Ja? Oder die Ausgleichswelle, die ja auch nicht mehr lieferbar ist, wenn ihr die gebraucht kauft. Immer aufpassen, was habe ich für einen Motor, Highflow oder schwarzer Motor, also älterer Motor, ältere Variante. Auch bei den Ausgleichswellen genau das Gleiche. Die Ausgleichswelle vom Highflow-Motor hat hier unten ein anderes Lager. Ja, die hat jetzt hier unten ein Zylinderrollenlager im Motorgehäuse, NJ203. Die alten Motoren haben ein Kugellager, das sogenannte 16003. Ein reines Kugellager, hier ein Zylinderrollenlager. Daher sind das immer komplette Pärchen. Da immer aufpassen, wenn ihr was gebraucht kauft oder braucht, ihr müsst was gebraucht kaufen, da immer gerade bei diesen Bauteilen genau darauf achten, was ihr da holt. Ganz wichtig. Ja, ansonsten die Kupplungskörbe, immer mal darauf achten, hier sind Ruckdämpfergummis drin, die sind hier vernietet. Die konnte man früher auch reparieren, da gab es mal einen Repsatz für, also das Blech, die Nieten und die Gummis. Ich weiß gar nicht, ob die noch lieferbar sind, aber ich glaube doch. Wenn ihr mal einen Kupplungskorb habt, den könnt ihr jetzt so hin und her wackeln, also dass halt diese Bolzen hier richtig lose sind, dann muss das auf jeden Fall erneuert werden. Dann müssen halt hier die neuen Gummis rein und dieses Rap-Kit. Ich schaue nochmal nach. Falls die noch lieferbar sind, gebe ich euch mal die Artikelnummer unten in die Videobeschreibung rein. So.
Dann gehen wir zur nächsten Abteilung. So, hier ist mein Mikro. Kommen wir zur Kupplung. Also zur Kupplung an sich. Ja, jetzt haben wir das Schöne in der Mitte hier auch liegen. Da muss ich nicht hin und her schwenken. Highflow-Motor, alter Motor. In dem Zusammenhang habe ich das leider gerade noch vergessen bei der Videoaufnahme, dass die beiden Druckstangen der verschiedenen Motorenkonzepte auch unterschiedlich lang sind. Also der Highflow-Motor hat eine Druckstange von einer Länge von 215 mm. Ja, heißt dann Druckstange komplett, 215 mit Auflagebolzen, den seht ihr hier. Und der alte Motor hat eine Druckstange 224 mm ab 94. So, das ist halt ganz wichtig, wenn ihr diese Bauteile kaufen solltet, gebraucht, immer darauf achten, was ihr da holt, ne? Weil das eine passt, wie gesagt, nicht beim anderen. So, dann machen wir weiter. Die Kupplungsnarben sind eigentlich relativ identisch, Innenverzahnung und so weiter und so fort. Beim Highflow gab es natürlich dann hier auch schon direkt die Verbesserung mit den Stufenscheiben. Die habe ich damals schon mal vorgestellt bei der Geschichte KTM-Kupplung LC4 wechseln, dass man sich die auf jeden Fall holen sollte, wenn man noch ein altes Modell hat, weil die alten Dinger hatten halt, wie gesagt, hier nur einfache Unterlagscheiben. So haben die Federn schönere Führung und können halt nicht in diesem Kanal hier hin und her flippern und hier euch hier Macken reinschlagen oder reindrücken quasi. Die neuen Kupplungen oder die Adige-Kupplungen von KTM sahen dann später so aus, so grün-braun, ja, auch eine sehr gute Qualität. Gab es eigentlich nie Schwierigkeiten mit diesen Kupplungen. Die alten sehen so aus, das sind die alten schwarzen hier, schwarz-braunen, gleicher Hersteller. Aber dann irgendwann gab es ein Upgrade auf diese neuere Variante. Der O-Ring ist auch schon bei beiden drin. Also bei dem 2002er ist, glaube ich, gab es schon seit 97, glaube ich, das mit dem O-Ring. Der ist dafür da, damit die Kupplung halt nicht so stark klappert. So ein bisschen Ruhe reinbringen. Und daher immer ein ausgedrehter erster Kupplungsring kommt hier drauf. Ne? Ganz wichtig, nicht den falschen nehmen. Der liegt dann auf dem Ohrring drauf und die Kupplung passt nicht. Ne? Immer darauf achten, der ausgedrehte zuerst. Kupplungsfedern gibt es zum Beispiel als Nachkauf oder als Zubehör die berühmte Rallye-Feder von KTM, die aus den 660 Rallye-Modellen. Macht immer Sinn. Oft geht man hin und macht nur drei rein, damit bei dem Seilzug die Handkraft nicht so hoch wird. Beim Hydraulik ist es eh egal, ist die Handkraft eh extrem hoch. Kann man sich dann überlegen, wenn man eine rutschende Kupplung hat. Habe ich aber auch damals in dem Video erklärt. Ich blende es mal oben ein. Gut, dann nächstes. So, Kupplungsdeckel. Highflow-Kupplungsdeckel sofort zu erkennen durch Schauglas. Die alten Modelle haben das nicht. So, warum machen wir jetzt mit der GoPro? Weil meine andere Kamera ist leider gerade abgekackt. Der ist jetzt mal wieder zu warm. So ist das beim Sommer. Also, alter Deckel, kein Schauglas. Neuer Deckel, Schauglas. Man kann diese Highflow-Deckel auch ohne Probleme auf die älteren Motoren schrauben, wenn man das möchte, wenn man so ein Ding kriegt. Ist keine schlechte Idee, weil mit dem Schauglas ist dann die Ölkontrolle doch ein bisschen schneller, ein bisschen besser und ein bisschen genauer. Wenn wir den rumdrehen, innen drin sieht er identisch aus, dann hat er halt auch hier, das gleiche Kugellager wie der alte Motor, das berühmte 16004, aber dafür dann auf der Gegenseite das Zylinderrollenlager NJ203. Das nicht vergessen zum Thema, ne? Auslasswelle. Die sitzt hier drin. Hier seht ihr noch die beiden Ölspritzdüsen vom Highflow-Motor, die im Motorblock verbaut sind. Rechts und links. Und das Gegenstück vom schwarzen Motor ist halt nur diese kleine Vergaserdüse. Die sitzt auch in so einem Kanal drin, also das ist auch nicht so wirklich abzugraden auf die Geschichte. Daher immer gucken, dass die schön frei ist und dass auch die Kanäle im Motorblock, wenn ihr den Motor neu macht,
perfekt picobello sauber sind. Ne? Kommt da irgendwie Dreck hinter, Silikon oder whatever, dann dürft ihr eurem Kolben direkt auf Wiedersehen sagen. Gut, das war Kupplungsdeckel. Geht's weiter. Kommen wir zu der Schmierstoffversorgung, quasi zu den Herzen dieses Motors, ja, also zu den Ölpumpen. Die seht ihr hier. Die haben es, wie gesagt, seit Jahrzehnten nicht geändert, Gott sei Dank. Immer die gleichen Modelle. Sind auch oben und unten, Saug- und Druckpumpe sind identisch beim LC4 640 E-Startmotor. Die 660er hat als untere Pumpe noch eine größere bekommen, mit mehr Förderleistung. Da also drauf achten. Ne, aber 640, alle E-Startmodelle haben die gleiche Pumpe oben wie unten. Es gibt noch eine Besonderheit bei den Antriebsrädern, bei den älteren Modellen. Hier haben wir schon ein 2002er Modell. Das hat auch dann die gleich großen Antriebszahnräder. Die Modelle, ich glaube, bis 2001 oder 2000 hatten die untere Ölpumpe. Ich zeige es mal am Gehäuse. Diese Ölpumpe saß weiter hier unten. Ja. Die Ölpumpen sind erst, oder die Ölpumpe ist später erst nach oben gerutscht. Dadurch sind die beiden Zahnräder identisch in der Größe geworden. Und hier wurde dann bedingt durch das nach oben fahren der Pumpe und das kleine Rad die Drehzahl auch erhöht. Dadurch hat die Pumpe dann auch ein bisschen mehr Förderleistung bekommen. Ja, also darauf achten. Die Zahnräder müssen, oder wenn ihr was kauft, wichtig ist, was kauft ihr? Zahnräder für oben oder für unten, wenn es denn noch die großen gibt. Ich glaube, die sind auch gar nicht mehr lieferbar. Müssen wir mal schauen. Aber da auch darauf achten, es gibt halt hier Unterschiede von dem älteren Modell zu dem neueren. Die letzten schwarzen Modelle, wie gesagt, hatten gleich große Pumpen, Räder, Antriebsräder. Die Modelle davor, müssen wir mal schauen, welche Baujahre das betrifft oder ab wann das losging, haben hier unten ein größeres Zahnrad. So, und natürlich beim Videoschnitt noch schnell fix nachgeschaut. Und tatsächlich, also bis 2001, seht ihr hier oben, Adventure zum Beispiel hier 2001, hat der LC4-Motor schwarzes Modell mit Seilzug noch ein 31er Ölpumpenrad unten gehabt, also mit 31 Zähnen und oben das mit 26. Also ab 2002, also letzter schwarzer Motor, bekam erst diese gleich großen 26 Zähne Ölpumpenräder. So, haben wir das auch geklärt. Weiter geht's. Die Pumpe an sich hat eine sogenannte Eaton-Pumpe. Kann nicht viel Druck aufbauen, kann eigentlich nur nehmen und geben. Und daher muss man halt gerade bei diesem Modell extrem aufpassen, wie das eben halt mit der Luft ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn die Dinger mal Luft ziehen, warum auch immer, ne? Gerade bei den Freunden des Hinterradfahrens immer sehr gerne, muss man aufpassen, weil bis die wieder Öl ziehen können, wenn sie mal Luft gesaugt haben, das dauert. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und das will auch eure Kurbelwelle vor allen Dingen nicht. Ne? Ganz wichtig. So, das auf jeden Fall immer erneuern. Die gibt es noch. Die werden zwar jedes Jahr immer teurer. Jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 99 Euro bei so einem Ding. Aber da arbeiten wir auch gerade an eine günstige Alternative. Die kann man nämlich aufschrauben. So muss man sie immer als Ganzes kaufen. Die kann man zerlegen und kann dann vielleicht auch die Inlets nur erneuern. Aber trotzdem, egal was ihr macht, holt die euch auf jeden Fall immer neu. Weil, ne, wenn ihr da den alten Schrott wieder reinschraubt, habt ihr die ganze Kohle, die ihr da vorher schon reingeballert habt, direkt zum Fenster rausgeschmissen. Die Pumpen identisch mit dem Highflow-Motor. Ja, genau, die gleichen Pumpen. Hier nur, wie gesagt, bei der 660er unten die untere Pumpe etwas größer, etwas höher. So, schauen wir uns die Lichtmaschine an. Erstmal hier oben drauf liegt noch der Impulsgeber, auch der sogenannte Pickup. Ja, die sind auch identisch. Eigentlich fast Baujahr unabhängig, alles das Gleiche. Hier auch schön zu sehen, gerade bei den Lichtmaschinendeckeln, da gehen gerne die Schaugläser kaputt. Ja, das OT-Schauglas. Die auch direkt erneuern.
Die neuen haben hier in der Mitte keinen Punkt mehr oder keinen Körner. Die sind jetzt glatt und die halten auch. Ja, die Lichtmaschine ist die gleiche oder der gleiche Typ seit über Jahrzehnten. Gleiche Modell, die Kokosan GLP 9218 oder so ähnlich heißt die. Egal, also wie gesagt, ist eine Dreiphasen-Lichtmaschine. Nun seit ewigen Zeiten im Gebrauch bei diesem Motor, funktioniert wunderbar, hat eigentlich relativ wenig Ausfälle, es sei denn, der Rotor fliegt uns auseinander, was halt auch gerne mal passiert, dass hier die Bäche rausfliegen. Oder wenn irgendwie etwas vom Motor sich ablöst und hier reinrattert, ne? Dann gibt es dann hier übelste Schmarrspuren, Abfräsungen und hast du nicht gesehen. Aber selbst die kann man immer wieder gut neu überholen lassen, neu wickeln lassen, zum Beispiel bei der Firma Motec in Bielefeld. Ne? Hier nochmal schöne Grüße. Man muss sie nicht neu kaufen. Neu liegt sie bei, ich glaube, 280 Euro knapp. Also die Überholung ist da wesentlich günstiger. Kommen wir von der Lichtmaschine direkt zum angeschlossenen Bauteil. Das ist der Rotor. Und hier passieren auch immer gerne große Schweinereien. Eine sagte ich ja gerade, dass hier das Innenblech wegfliegt und am Rotor auf der anderen Seite sitzt der Anlasserfreilauf. Ja, der sitzt hier drin. Ja, funktioniert ähnlich wie die Rücktrittbremse beim Fahrrad. In eine Richtung ist er frei, in der anderen Richtung sperrt er und wird dann über dieses Anlasserfreilaufzahnrad angetrieben. Ich das hier reinstecke. So, ne? So dreht sich's frei und so umdrehe ich den ganzen Schmarres mit. So, die Dinger verschleißen gerne. Und zwar hier oben auf dieser Fläche. Die rattern sich runter. Und hier diese Nasen von diesem Mitnehmer arbeiten sich ab. Das gibt Späne und die habt ihr dann unten in der Magnetschraube. Weil der Weg von dem Anlasserfreilauf zur Magnetschraube ist nicht weit. So, Gott sei Dank, weil wir wollen natürlich nicht, dass das Zeug von hier in den Motor läuft, ne? Oder in den Motor im Kreislauf landet und uns dann näher die Ölpumpen verstopft. Deswegen ganz wichtig, hier so ein bisschen sensibilisieren. Merkt ihr beim E-Starten, dass es kracht oder schlägt? Also der Motor nicht sauber von dem Elektromotor sauber umgedreht wird, rund gedreht wird und immer so klack, 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 klack macht, hört sofort auf, guckt euch die Dinger an. Wenn die verschleißen, gibt das eine Kettenreaktion bis zu 'dem Abriss von Zähnen auf den Übernahmezahnrädern vom Anlasser zum Anlasserfreilauf. Ja, das sind diese beiden Zahnräder. Die sitzen hier drin. Das eine hier. Noch das eine hier drunter. Und die übergeben die Kraft von dem E-Starter, der hier oben drin sitzt, auf dieses Zahnrad. Wenn das schlägt, wenn das jetzt immer den macht, gehen die Kräfte auch, diese Schläge auch natürlich in diese Zahnräder über. Und dann passiert nämlich Folgendes, die Dinger hier reißen ab. Ja, diese Feinverzahnung platzt dann runter, dann fehlen dir 3-4 Zähne und dann könnt ihr euren Anlasser vergessen. Das Problem ist, die gibt es nicht mehr. Ne? Die sind nicht mehr lieferbar. Den weiß ich gar nicht. Den gibt es, glaube ich, noch, dieses Zahnrad, aber das ist nicht mehr lieferbar, schon lange nicht mehr. Und dementsprechend auch gebraucht kaum noch zu bekommen. Also da ganz vorsichtig sein, wenn ihr merkt, das Ding fängt an, die Gerätsche zu machen hier, schmeißt es raus. Die gibt es noch neu. Ja? Leider auch zu einem unverschämten Preis, aber die sind noch zu bekommen. Also dieses Bauteil wechseln und den Anlasserfreilauf. Den könnt ihr hier rausmachen mit einer Sägeringzange, dann könnt ihr den ganzen Ring rausholen. Ja, macht das neu und dann habt ihr Ruhe und ein vernünftiges Öl fahren und dann passiert das auch nicht mehr. Meistens lag's oder meistens gehen die kaputt bei zu dünnem Öl oder zu altem Öl.
Gut, geht's weiter. So, kommen wir eben noch zur Spannerschiene. Da hatte ich ja schon in einem der letzten Videos gesagt, dass wir da gerade Prototypen haben machen lassen im 3D-Druck. Das Problem ist eben halt, diese Spannerschienen sind nicht mehr lieferbar und je nachdem, was die gelaufen haben, sind die halt komplett hier oben eingefräst oder hier unten eingefräst, wo die Kette hochläuft. Und das gibt auf kurz oder lang dann ja, Probleme mit der Steuerkette, mit dem Spanner. Der Steuerkettenspanner kann seinen Job nicht mehr tun und die Kette läuft dann oder wird nicht korrekt vorgespannt. Ist wie gesagt im Test, kommt dann bei uns erstmal in einen Testmotor von uns rein, bevor ich die in Verkauf gebe, aber da sehe ich nicht das Problem. Es ist immer ein bisschen tricky, gerade im Punkto 3D-Druck, weil eben halt das ja, relativ hoch belastet wird durch eine schleifende Kette hier. Da muss man schon genau wissen, was man da für Kunststoff nimmt, aber da bin ich guten Mutes. So, Steuerkette an sich, eigentlich bei der LC4 nie ein Thema gewesen. Gab es nie Ärger mit. Es gab schon mal Steuerkettenabrisse bei Modellen so 97, 98. Das lag aber an dem verbauten Nockenwellenlager. Das ist gern geplatzt oben. Und wenn sich das verhakt im Fahrbetrieb, kann auch die beste Steuerkette nichts dafür. Und dann geht die auch kaputt. Da kommen wir aber zu, wenn wir die Oberteile oder das Oberteil oder Zylinderkopf, Zylinder und Kipphebeldeckel behandeln im nächsten Teil. Unten noch die Ausfallschiene, die unten rankommt, auch klar. Ja, würde ich sagen, geht's weiter. So, das war Teil 1. Allein schon der zieht sich sehr lange, habt ihr gesehen. Deswegen habe ich mir den zweiten Teil, beziehungsweise spare ich mir den Rest ab Unterkante Zylinderfuß erstmal auf für den nächsten Teil. Wahrscheinlich werden das sogar noch drei Teile, denn die Leute, die ein bisschen im Thema sind, wissen, was da noch alles möglich ist oder was da alles gemacht wurde in den letzten 30 Jahren. Da kann man viel drüber reden. Zylinderkolben, Zylinderkorb, Ventile, Ventilgrößen, Ventilsitzradien, Kipphebel, Kipphebelrollen, Nockenwellen, Wasserpumpe, Riesenthema, Autodeko, ein Riesenthema, Sekundärluftsystem und. Also daher, ne, das müssen wir dann in einem nächsten Teil behandeln. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Video, kein Problem, haut es in die Kommentare rein. Wir können ja jetzt über YouTube Kommentare beantworten mit Shorts. Ja, das ist natürlich super geil, weil wir können dann quasi ein Video machen, den Kommentar anklicken, dann dementsprechend für diesen Kommentar oder für denjenigen einen Short erstellen, die Kamera irgendwie draufhalten. Wo war die Schraube nochmal? Wie hieß das Lager? Was war da anders? Ne? Unten reinhauen in die Kommentare und dann machen wir einen kurzen Short und dann passt das. Ne? So, deswegen jetzt, spät genug, Prost, Feierabend. Wir sehen uns in 14 Tagen. Abonnieren muss ich gleich mal erklären. Und zum Tomaten-Update geht's da lang. Bis dann.